Herzlich willkommen zu unserem Marktblitz in dieser Woche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Beginnen wir zunächst mit einem Blick auf die Brennstoffmärkte. Hier abgebildet die Kalenderjahrprodukte für Kohle, für Rohöl Brent und unten für Gas am NCG-Markt. Zunächst einmal zum Öl. Wir sehen, dass die Preise zuletzt wieder etwas angestiegen sind. Die Faktoren dafür kommen vor allen Dingen von der Angebotsseite. Es war also jetzt zu beobachten, zu lesen, dass die Ölförderländer ihre Vereinbarungen, die sie im Rahmen des Ölfördercut getroffen haben, im Großen und Ganzen einhalten. Das hat die Preise etwas gestützt. Daneben gibt es auch Überlegungen, diesen Fördercut nicht nur bis März 2018, sondern darüber hinaus zu verlängern. Wir sehen auch in den Vereinigten Staaten, dass trotz steigender Ölpreise die Bohraktivitäten im Moment eher konstant sind, also sich nicht weiter ausweiten. Das ist entgegen dem, was wir früher beobachtet haben, stützt also auch die Preise und daneben insgesamt auch noch eine robuste Nachfrage global nach Ölprodukten. Und das hat letztendlich dazu beigetragen, dass das Kalenderjahrprodukt jetzt so Richtung 60 US-Dollar gelaufen ist. Am kurzen Ende des Marktes sind die Notierungen bereits schon etwas über 60 Dollar angestiegen und wir erwarten, dass die Notierungen jetzt auch in der nächsten Zeit so um das aktuelle Niveau schwanken, dass sie also auf dem hohen Niveau insgesamt bleiben werden. Das beinhaltet allerdings auch, dass die Notierungen mal durchaus auch mal ein oder zwei Dollar mal wieder nachgeben können. Bei der Kohle, das ist oben die rote Linie, hatten wir Ende September, Anfang Oktober eine etwas stärkere Konsolidierung. Die Preise haben mehrere US-Dollar verloren, bis Richtung 77 Dollar ging es mit den Notierungen bergab. Aber die Probleme, die wir die ganzen Monate auf der Angebots- und Nachfrageseite gesehen haben, sind im Prinzip noch nicht verschwunden. Die hohen Temperaturen beispielsweise, das Thema hat sich mittlerweile aufgelöst, aber auf der Angebotsseite gibt es nach wie vor Probleme und das schlägt sich halt hier in den Preisen immer noch nieder. Und daneben hat auch der steigende Ölpreis seine Spuren hinterlassen. Denn Ölkosten entstehen bei der Kohle einmal bei der Förderung, aber halt auch beim Transport. Und deshalb also nach wie vor hohe Notierungen im 80er Bereich. Und wir erwarten auch nicht in der kurzen Frist, sprich in den nächsten ein, zwei Wochen, dass die Notierungen hier deutlich fallen, sprich unter 80 US-Dollar, sondern dass sie insgesamt auf hohem Niveau bleiben. Auf Sicht der nächsten Monate allerdings schließen wir nicht aus, dass es doch noch mal stärkere Preisrückgänge dann geben wird. Das Ganze hat sich dann auch bei den Stromnotierungen für die Kalenderjahrprodukte bei Base niedergeschlagen. Wir sehen auch hier zuletzt, dass die Notierungen etwas angestiegen sind. Wie gesagt, einerseits die Brennstoffpreise, die sich hier bemerkbar machen. Das Kalenderjahrprodukt 2018 nach wie vor auch beeinflusst von dem Problem bei den französischen Atomanlagen. Hier sieht es danach aus, dass es auch im nächsten Jahr größere Ausfälle geben wird, mit der Folge, dass das Stromangebot in Frankreich niedriger ist. Das wird dazu führen, dass die Exporte nach Frankreich, unter anderem aus Deutschland, dann eher relativ hoch sein werden, was beinhaltet, dass das Stromangebot hier etwas niedriger ausfällt und dementsprechend auch die Spotpreise insgesamt auch auf hohem Niveau erwartet werden. Beim Kalenderjahrprodukt 2020, das ist diese Linie hier, war der Preisanstieg in den letzten Wochen doch noch etwas deutlicher gewesen. Hier haben neben den fundamentalen Gründen, also sprich höhere Brennstoffpreise bzw. die Probleme in Frankreich, auch politische Aspekte eine Rolle gespielt. Stichwort ist hier Einstieg in den Kohleausstieg. Die Parteien, die im Moment die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition führen, sprechen über das Thema Einstieg in den Kohleausstieg. Die Grünen hatten das im Vorfeld der Bundestagswahlen schon signalisiert. Wenn sie denn an einer Regierung beteiligt sein sollten, dann muss dieser Einstieg in den Kohleausstieg erfolgen. Und wir müssen jetzt mal abwarten, was da am Ende dabei herauskommt bei diesen Gesprächen. Aber zumindest mal nachdem Mitte Oktober diese Gespräche aufgenommen wurden, gab es hier nochmal einen Schub beim 2020er Jahr. Und je nachdem, wie dann auch jetzt morgen finden die nächsten Gespräche statt, wie die dann ausgehen werden oder in der nächsten Woche, muss man mal abwarten. Insgesamt dürften die Strompreise auch zunächst nochmal auf hohem Niveau bleiben, gestützt von den Kohlenotierungen, von den Problemen in Frankreich mit den Atomkraftwerken und halt auch eben in Bezug auf die Diskussion zum Einstieg in den Kohleausstieg.
Zuletzt dann noch ein Blick nochmal auf den Gasmarkt. Hier abgebildet die drei Kalenderjahre. Sie sind zuletzt etwas im Preis angestiegen. Zum einen, wie wir eben schon gesehen haben, spielte hier der Ölmarkt eine Rolle. Daneben aber auch haben wir jetzt gesehen, dass die Spotnotierungen über 80 Euro je MWH angestiegen sind. Die Nachfrage zu Heizzwecken beim Gas hat halt jetzt in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Das stützt insgesamt die Preise auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass das Angebot nach wie vor gut ist. Die Pipeline-Flüsse aus Norwegen, aus Russland und daneben aber auch, wenn wir in den nächsten Wochen mehr LNG-Lieferungen erwarten können, sodass wir also auch nicht mit einem deutlich weiteren Preisanstieg erwarten jetzt in der kürzeren Frist. Die Preise können durchaus mal über 18 vielleicht ansteigen, aber nach unten wird wenig Luft sein. 10, 20 Cent beim Frontjahr 2018 sind denkbar, aber vielmehr nicht. Also insgesamt hier seitwärts unter etwas stärkeren Schwankungen die Entwicklung für die nächsten ein, zwei Wochen. Ja, das war es jetzt schon in aller Kürze von unserem Marktblitz in dieser Woche. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.